Yo, Leute, wir haben falsch aufgenommen, weshalb mein Finn nicht gehört hat. Und ich mache jetzt einfach ein Best-of davon und wir fangen gleich mit dem an, wo wir beim. Egal. Ich auch nicht. Jetzt nicht mehr. Ich habe mich jetzt schon in diesen Wald verlaufen, glaube ich. Sprint auch nicht. Ich laufe eigentlich nur geradeaus, es sei denn, ein Baum ist im Weg. Das habe ich mich auch gefragt, aber anscheinend. Ich weiß nicht, wo du bist. Das sind drei Stück. Kann sein, dass wir die aus dem Wald rausbringen müssen. Ja, ich auch. Okay. Ich bin genau bei dir, ich sehe dich. Okay, wir haben den Kampf überlebt. Wir müssen. Ich bin einfach geradeaus gelaufen. Siehst du dort das Loch? Ich glaube, dort müssen wir rein. Das macht keinen Unterschied. Oben sehen wir nichts, hier unten werden wir nichts sehen. Bin rechts lang. Aber dort ist. Okay, ich hab. Jetzt hat. Oh. Finn. Teleportieren wir uns wieder zurück zu unserer Dimension. So, somit machten wir uns auf den Weg zu erkunden und nun ja. Wir waren ein bisschen verwirrt. Seht einfach selber, was passiert ist. Finn, lass mich mal. Wer ist GÜH4N1? Irgendein Sturmtruppler. Nein, aber wir sollten den nicht angreifen. Stopp, Söldner. Macht mir diese Kontrolle nicht schwerer, als sie sein muss. Wie meinst du Kontrolle? Ich muss euch kontrollieren. Reine Vorsichtsmaßnahme. Danach kann ich wieder das Enderball-Spiel schauen. Der heißt GÜH4N1 und schaut Enderball. Enderball, sagst du?
Ja, was ist damit? Das hat ein ehemaliger Freund von uns geschaut. Also, wir wissen nicht, was mit dem ist und so. Verstehe. Naja, ihr werdet mir jetzt sagen, wo es hingeht. Wir gehen nur ein bisschen die Welt erkunden. So wie früher. Klingelst du dort? Hattest du mal Freunde, die die Welt erkundet haben oder so? Verstehe. Naja, ihr werdet mir jetzt sagen, wo es hingeht. Ja, wie gesagt, wir gehen nur die Welt erkunden. Okay, habt ihr irgendwelche Waffen dabei? Ja, aber nix. Finn, pack den Blaster weg. Nix, was irgendwie Laser oder so feuert. Also, ja. Okay, dann dürft ihr passieren. Da, danke. Ich meine, was will er machen? Der hinterherrennen? Boah, du überfährst mich. Ich glaube, das ist die Person, die du auch glaubst, dass es ist. Ja, genauso schnell wie die Folge gestartet hat, endet sie nun auch, weil wir halt einfach nicht viel mehr erlebt haben in der Folge und sich nicht lohnt, derzeit hier das halbe Gespräch zwischen Finn und mir noch zu zeigen. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es Günther ist, also ja. Schreibt mal eure Kommentare, wer das sein könnte, rein. Und dann reden wir darüber. Vielleicht nächste Folge, wo ich dann auch nicht vergesse, Finns Audiospur aufzunehmen. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber ich hoffe trotzdem, dass die Folge euch gefallen hat. Ich lasse mal das Gameplay noch ein bisschen im Hintergrund laufen. Wenn ja, lasst ein Like da, wenn nicht, dann ja, I don't know, dann weine ich halt, aber muss ich mit leben. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, Leute!